ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Obercool. Ich glaub's nicht. Ja, wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dings dafür die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen und dann entscheide ich, ob es gut genug ist. Warum Mama das macht. Den Schlüssel kann sie ja doch nicht wegsperren. Noch 2 Tage und dann sahne ich ab. Henry? Was soll das werden? Eine kleine Nervenberuhigung? Nein, Henry, ich will nicht, dass du stirbst. Lass mich in Ruhe. Stirb nicht, bitte, bitte, du darfst nicht sterben. Peter, was ist denn los? Das goldene Dings da ist verflucht und Henry hat's genommen, damit ich gerettet bin. Aber jetzt muss er sterben. Henry, wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen? Gib Peter sein Dings da zurück oder es gibt eine Woche kein Fernsehen. Aber ich brauche es für meine Versteigerung. Henry? Ich will aber ein goldenes Dings da. Seine Ruhe haben? Spaghetti, Kondensmilch, Bohnen. Oh, Henry, ich will zum Supermarkt. Willst du irgendwas? Das geht nicht. Jetzt noch nicht. Warum nicht? Weil ich mitkommen will und ich kann erst mit, wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Du willst dein Zimmer aufräumen? Dann warte ich gerne auf dich. Frühstücksblock mehr. Wir müssen wieder welche kaufen. Henry, warte! Ich muss die Frühstücksflocken holen. Na schön, aber nur eine Schachtel. Aus der Bahn! So was Blödes. Welche nehme ich nur? Welche? Die da! Ja! Ich habe es! Wem gehört dieser schreckliche Junge? Henry! Hausverbot im Supermarkt. Und obendrein mussten wir alle Frühstücksflocken kaufen. Kein Fernsehen für einen Monat. Und dein Taschengeld werde ich dir auch kürzen, drastisch. Jetzt geh auf dein Zimmer und da bleibst du. So eine Schande ist es. Ja, und was machen wir mit denen? Henry darf sie nicht behalten. Nein, auf keinen Fall. Aber ich weiß schon ganz genau, wem wir sie geben könnten. Ich hoffe, ihr habt euch angestrengt. Was habt ihr mir zu bieten gegen das hier? Was? Nichtschwimmerseite. Das ist dann wohl die Seite der totalen Verlierer. Was ist denn mit dir los? Ich freue mich einfach, dass ich endlich schwimmen lerne. Hey, kannst du nicht aufpassen? Oh, tut mir leid. Ich habe dich nicht gesehen. Ich halte auch schon nach, du weißt schon, dem Hai.
dem Hai? Das ist es! Genau! Andi, wegen dem Hai, da gibt es was Neues. Er ist in die Kanalisation entwischt. Nein! Doch, also schwimmt er wahrscheinlich durch die Wasserleitung bis hierher und versteckt sich im Tiefen. Nein! Doch, aber sag es keinem. So, stellt euch alle auf. Darf ich's nicht mal Jonathan sagen? Na gut. Jonathan kann Geheimnisse für sich behalten. Für ungefähr 5 Sekunden. Was ist los? Heute gibt's Abzeichen. Warum schwimmt denn noch keiner von euch? Wir wollen nicht schwimmen. Und wir wollen auch nicht von einem Hai gefressen werden. Von einem Hai gefressen? Wenn ihr nicht gleich ins Becken springt und schwimmt, passiert noch was Schlimmeres. Ich mein's ernst. Schwimmt! Ich hab Ihnen gesagt, dass es nur ein dummes Gerücht ist. Hat jemand meine zweite Flosse gesehen? Jetzt schwimmt endlich! Na los! Ja, und passt auf den Hai auf. Henry, hör auf! Es glaubt dir ja doch keiner, dass da ein Hai im Wasser ist. Ach nein? Und was ist dann das? Was? Nein, da ist nichts. Ein Hai! Hinter dir! Schon! Schon! Ah! Ah! Schnell! Ein Hai! Gibst du mir dein Taschengeld jetzt gleich? Oder soll ich warten, bis wir im Bus sind? Bravo, Bert. Du hast Henry zum Schwimmen gebracht. Gut gemacht. 2 Stunden Nachsitzen für deinen Haistreich. Ich gratuliere, Henry. Du bist der Einzige, der sein Abzeichen gemacht hat. Und du bist nicht nur 5 Meter geschwommen, sondern ich glaube auch noch in der schnellsten Zeit, die ich jemals gestoppt habe. Olympische Spiele? Ich komme! It's so easy being me. I'm Henry. Das hat bestimmt wehgetan. Das glaube ich auch, Tornado. Geschieht ihm recht, wenn er darauf steigt. Also denkt dran, Leute. Bald läuft die letzte Sendung. Ihr habt nur noch 2 Tage, um eure witzigen Katastrophen einzusenden. Und wenn ich sie zeige, winken euch 200 Euro. Tja, wie sagt man so schön? Schadenfreude ist die schönste Freude. 200 Euro? Wow! Was ich mit 200 Euro alles machen könnte. Schon. Häng ihn ab! Häng ihn ab! Dürfte ich unser eigenes Ketchup dazu empfehlen? Der Cityflitzer! Das coolste Rad auf unserem Planeten! Vielleicht kaufe ich mir auch einen neuen Bruder. Mama hat gesagt, ich darf jetzt Fernsehen. Ich muss jetzt Hippo das lustige Flusspferd sehen. Du kriegst die Fernbedienung unter einer Bedingung, Zwerg. Du leihst mir deine Videokamera. Wozu? Ich will ein Videotagebuch machen. Wozu? Als Geschenk von Mama und Papa. Jetzt komm schon. Hippo das lustige Flusspferd wartet. Na gut, du kannst sie dir ausborgen. Aber ja nicht kaputt machen. Heute in einer Woche bin ich um 200 Euro reicher. Echt super. Was ist so lustig, Dumpfbacke?
Ich werde 200 Euro gewinnen. Bei Lach, bis es weh tut. Das ist lustig, Schnüfflerin. Wirklich? Was hast du gemacht? Bist du über dein Gehirn gestolpert? Zum Kaputtlachen. Zeig mal her! Nein! Schau, was du gemacht hast. Du hast es gelöscht. Das hast du mit Absicht gemacht. Stimmt gar nicht. Bescheuerte, hirnlose, blöde Kuh. Jetzt muss ich wieder von vorn anfangen. Das war ja nicht gerade nett. Niemand nennt mich eine bescheuerte, hirnlose, blöde Kuh und kommt ungeschoren davon. Komm schon, Mama. Lass mich ja nicht hängen. Räum deine Spielsachen weg, Henry. Sonst tut sich noch jemand weh. Woher hat sie gewusst, dass ich hier bin? Ja. Hast du alles bekommen, Schatz? Nein! Keine witzigen Katastrophen, keine 200 Euro und nicht mehr viel Zeit. Was mache ich denn jetzt bloß? Schwimmt irgendwas in meiner Suppe? Ja, Henry, das nennt man Gemüse. Ich esse es, wenn du es nicht willst. Sei still, du Zwerg. Henry, mit vollem Mund spricht man nicht. Frau Lieblich hat gesagt, man soll jeden Bissen mindestens 12-mal kauen, damit alle Nährstoffe aufgenommen werden. Sei nicht so gemein, Henry. Und iss auf. Wir haben eine Überraschung für euch. Seht mal. Das Aquarium? Wir machen gerade eine Sonderaktion. Ui, wie toll! Papa fährt mit euch hin. Mhm. Oh, da freue ich mich! Weil Peter immer so ein braver Junge ist. Aber ich darf doch auch mit. Nur wenn du dich dort benimmst, Henry. Heute neben Papa sitzen. Nein, ich bin dran. Willst du sie nicht lieber fahren? Nein, mach du das. Ach, wurde auch langsam Zeit. Fahren wir endlich. Laura wird uns begleiten. Ihre Mutter ist beim Zahnarzt. Laura kommt auch mit? Nein! Hat gewonnen. Wartet, ich kann noch nicht so schnell. Das kann ja heiter werden. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Wie schön. Gut, ihr wartet hier. Ich kaufe die Eintrittskarten. Hier gibt's bestimmt jede Menge Wasser, habe ich recht? Dovi, klar gibt's hier Wasser. Das ist ein Aquarium. Oh, hoffentlich werde ich nicht seekrank. Ahoi, Matrosen. Kapitän, drück den Knopf, steht zu Diensten. Wollt ihr eine Brise Seeluft schnuppern oder meinen vergrabenen Schatz finden, dann drückt auf den Knopf. Ein vergrabener Schatz? Cool. Ei, Seemänner, beantwortet mir Fragen und gewinnt einen Preis. Ein Preis? Ist ja noch cooler. Drück auf den Knopf. Das kannst du vergessen, denn ich werde gewinnen. Nein, wirst du nicht. Ich gewinne. Nein. Doch. Nein. Drück auf den Knopf. Ha, doch. Preis dazu nicht gut. Geh über die Planke. Da wird doch der Klabautermann verrückt. Ein Unruhestifter, was? Ich kenn mich aus mit Bürschchen wie dir. Fass hier ja nichts mehr an. Ich behalte dich im Auge. It's so easy being me. I'm Henry.
Papa! Was ist denn, Henry? Kann ich jetzt mein Taschengeld haben, Papa? Ja, ich hol's dir gleich. Papa! Oh, was ist denn jetzt wieder? Ich kann mein Häschen nirgends finden. Was hast du jetzt schon wieder angestellt, Henry? Ich? Mein Hase ist weg. Den sehe ich niemals im Leben wieder. Na komm, Peter. Irgendwo muss er ja sein. Lass uns mal nach ihm suchen. Henry, weißt du, wo sein Hase ist? Nein. Naja, ich bin nicht ganz sicher. Henry, falls du jemals wieder Taschengeld haben willst, bringst du den Hasen lieber wieder zurück. Und zwar schleunigst. Auweia, dann muss ich wohl graben. Oh Mann, da grabe ich ja eine Ewigkeit. Außer ich finde jemand, der mir dabei hilft. Woher weißt du, dass hier ein Schatz vergraben ist? Aber das weiß doch jeder, oder Martin? Keine Ahnung. Wir werden bestimmt schwer reich. Und dann kaufe ich mir jeden Schokoriegel auf der Welt. Ich mir einen Fitnessraum. Hey Martin, schon was gefunden? Keine Ahnung. Henry! Hier unten ist irgendwas. Ich kaufe mir auch noch eine Segeljacht. Das ist eine dieser Zeitkapseln. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Auch kein Schatz? Rein gar nichts. Na los, graben wir weiter. Ich wette, hier lag überhaupt nie ein Schatz. Wie kommt es, dass die alle leer sind? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt heim. Na toll, vielen Dank, Henry. Da war überall nichts drin. Ich will mein Häschen. Wo kann es sein? Vielleicht haben ihn ja Aliens entführt. Herzlich willkommen zu unserem Ballettabend von Madame Tutu mit ihrer Anfängerklasse. Wir freuen uns alle auf ein neues Stück mit dem Titel Ich höre ein Gewitter. Oh, sieht Peter nicht entzückend aus? Ich kann Henry nirgends entdecken. Wie siehst du denn aus? Naja, wenn's kracht und donnert, muss es auch einen Blitz geben. Halt! Du bleibst hier stehen, rühr dich ja nicht vom Fleck und versuch bloß nicht zu tanzen. Aber hier sieht mich doch niemand. Ja, ganz genau. Ha, geschafft. Karateunterricht, ich komme! Oh je. Henry. Irgendwie mit. Henry.
also das war sehr experimentell und sehr modern. Ja, äußerst modern. Oh, du warst super, Henry. Ja, und du warst auch kein so übler Wolkenzwerg. Oh! Das war das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Du solltest mit uns in Karate gehen, Henry. Vielleicht mache ich das, Alf. Wäre gut möglich. Und ich habe keine Ahnung, wo diese Musik auf einmal herkam. So etwas Peinliches. Überhaupt nicht. Toll gemacht, Henry. Scheint, als hättest du die Aufführung gerettet. Ja, Henry. Scheint tatsächlich so. Und weißt du was, Henry? Ja? Madame Tutu hat vorgeschlagen, dass du ab jetzt zweimal die Woche in ihren Unterricht gehst. Ach, er ist ja so talentiert. Heute noch als Blitz auf der Bühne und schon morgen als Stangenbohne. Als Stangenbohne?